So, willkommen zurück zu Ashley Clark, Secret of the Ruby. Wir sind in Folge 16. Und ich habe echt ein Schrotträtsel. Platziere die Elemente, damit die Summen der Zahlen entlang der gelben und blauen Reihen gleich sind. Okay, ich habe das mir jetzt so gedacht. Die blauen Reihen könnten entweder nur drei Ziffern sein, also entweder 15, 20, 12, 12, 18, 17, 12, 19, 16. Wäre meine erste Idee. Aber ja. Mir halt nicht sicher. Es könnte natürlich auch sein, dass einfach 15, 20, 12, 19, 16, 18, 17 eine Reihe wären. Ich habe es jetzt erstmal so gemacht, dass ich die drei Ziffern zusammengezählt habe und da kommt halt bei mir jetzt 47. Oh Scheiße. Doch, klar. Klar. 30, 47. 35, 47. 31, 47. Also die blauen wären schon mal jeweils 47. Und bei den gelben habe ich es jetzt versucht auf 25. Sprich 17 plus 2 plus 6, 25. 12, 11, 2, 25. 16, 7, 2 macht 25. 16, 5. Hier fehlt mir die 4. Die haben wir hier oben. Und 4 macht 25. Dummerweise ist aber jetzt das 26. Dann fangen wir mal die 9 hier hin. So, macht wieder 25. Die 15 ist fest, da ich die ja hier schon verbaut habe. 15 plus 4. Macht 19, bräuchte ich eine 6. Die habe ich aber hier unten schon verspielt. Demzufolge geht alles nicht mehr auf. Ich gucke mal jetzt, was ich an Zahlen übrig habe. Ich habe eine 14, eine 10, 13, 8, 3. Vielleicht ist die 12 hier innen zu schwach gewählt. Warte, ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shit. Könnte natürlich die Zahl hier innen erhöhen. Macht bei meinen blauen erstmal keinen Unterschied. Dann sind wir jetzt auf 48. Ja. Und hier wären wir jetzt auf 26. Das heißt, ich kann hier eine 7 reinballern. Da kann ich hier eine 8 reinballern.
26, 26. 16 plus 5 plus 4 macht 25. Müsste ich hier eine 6. So, macht wieder 26. 13 plus 9 macht 22. 26. 19 plus 7. Haben wir die 7 schon? Ja, scheiße. Ja, das ist aber ein Mist. Okay, wenn ich die 6 hier hin tausche, ist das ja immer noch 26. Plus 7. Shit. 7 passt nicht. Die 7 passt einfach hier nicht. Ich brauche sie dort schon. Was haben wir denn so an Zahlen übrig? Eine 8. 5, 3, 12. 10. 5, 3, 12, 10. Gott. Ich kann jetzt jede Zahl ausprobieren. Dreck hier. Wollen wir es mal mit der 28 probieren? Packen wir eine 4 hin. So. F28. 28. 28. 28. 16. 13. 22, 6, 28, ja, okay, 16 plus 6 macht 22, plus 6 geht nicht, okay, dann machen wir hier eine 5, dann machen wir hier eine hin. Dann ist das wieder 28. 16 plus 5 macht 21 plus 7, die auch schon vergeben ist. Scheiße. Shit. 20. Versteht das ganze Ding nicht, wie man das rechnet. Gut, ich überspringe mal. Boah, jetzt will ich die Lösung sehen. Moment, Moment, Moment. Scheiße. Hätte ich erstmal einen Tipp machen können? So. Was ist das? Bild im König mit königlichen Symbolen. Ja, was mache ich jetzt damit? Kritzel ich das auf? Nein, weiter. Schließen. Ich muss jetzt ins Schreibzimmer zurück, oder? Hinweiskarte.
Ja. Studierzimmer, so. Königliche Symbole. Gucken wir uns das gute Ding mal hin. Hinweis wäre schön. Das ist unser Hinweis. Die Löwen schauen andersrum. Die Arme sind richtig. Visier nach oben geklackt. Würde sagen, dieses Symbol kommt hier oben hin. Nein. Wartet, wartet, wartet. Das kommt hier hin. Dreieck, so. Und dann kommt das hier. Kommt das nicht da oben hin? Ich hätte gesagt, das ist das Ding. Schwan und Einhorn. Wo ist denn hier ein Schwan und ein Einhorn? Schwan und ein Einhorn. Ach so. Schwan und Einhorn. Warte. Dieses Symbol wäre dann hier. Das Meer hier draußen wäre. Aber dann kommt das hier hin. Das oben drüber. Die schauen weg. Griffel dahin. Ich könnte jetzt noch Schwan. Warum will das Ding nicht da hoch? Schauen weg. Der Flügel ist ausgestreckt und der ist nach unten geklappt. Das ist richtig platziert. Das. Das Visier ist nach oben. Schwan links. Teil rechts. Woanders kann ich es nicht anbringen. Noch irgendwas übersehen. Ach! Ah, Schlange oben. So. Halleluja! Endlich ein Rätsel wieder mal gelöst. So, ein Schlüssel. Da können wir doch zurück in den Korridor und hier war doch eine Schatulle. So, Schlafzimmer. Damit hätten wir Ring mit eingravierten Schädel. Doch der Schädel Dings war in der Mühle. In Sylvias Zimmer fand ich ein Tagebuch. Laut den Aufzeichnungen ist sie wirklich für Lorians Tod verantwortlich und sie plante ihn schon seit langer Zeit. Die Schuppen eines Höhlengargoyles sind die wichtigste Zutat des Gifts. Hatte sie im Garten versteckt. Alles macht soweit Sinn, aber es wäre nicht schlecht, sie selbst zu befragen. Der
Rest der Aufzeichnung ist verschlüsselt. Okay, entweder wir gehen jetzt in die Mühle. Oder in die große Halle. Vielleicht reicht das ja als Beweis. Hi. Silvias I hope you Tagebuch. consider these notes as substantial evidence. There are some encrypted notes as well. Give me some time. Gib mir mehr Zeit. Besagt, wie das Tor dieser Welt aktiviert wird. Doch zuerst musst du das Tor reparieren. Hier ist ein Bild, wie es ausgesehen hat. Ich entschlüssle einstweilen weiter die Hinweise. Okay. Öffnet das Portal zu meiner Welt. Gab mir ein Bildportal. Was für ein Sockel fehlt? Ein Gargoyle. Auf dem Bild ist einer mehr zu sehen. Ich sah ein Stück Holz dieser Größe auf dem Dachboden der Mühle. Anscheinend Diamantenaugen. Okay, dann auf zur Mühle. Mühle. Dachboden. So. Ein Stück Holz. Wir schnitzen eine Figur. Wir sägen eine Figur. Okay. Wohl nicht. Schauen wir mal hier. Ah, was zum Suchen. Sehr gut. Okay, Meißel, 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 Meißel. Wir lesen erstmal alles draus. Meißel, Drache, Schrauben, Schlüssel, Haken, Feder, Werkzeugtasche, Baum, Handschuh, Weinflasche, Besen, Zirkel, Handbohrer. Okay. Ein, jetzt geht's los. Scheiße. Hier ist ein Zirkel. Ein. Irgendwas müssen wir noch. War nicht eine Weinflasche dabei? Ja. Hier hinten. So. Ein Handschuh. Bitte sehr. Haken. Haken, Haken, Haken. Schraubenschlüssel. Ich meinte aber eigentlich das Ding. Ist das kein Haken? Noch eine Ölflasche dabei? Auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ein Haken. Meißel. Baum. Eine Feder kommt. Hier ist eine Feder. Diesmal sogar noch richtig. Ein Handbohrer. Bitte sehr. Drache. Ah, warte mal. Hier ist ein Baum. Der geht wohl nicht ab. Okay, dann ein Drache, ein Drache, ein. Da oben ist ein Drache. Meißel. Könnte jedes Ding ein Meißel sein.
ist. Oh, Werkzeugtasche. Bin ich blöd. Okay, dann bist du vielleicht der Meißel. Besen. Da fehlt der Stiel. So. Besen. Wo jetzt noch der Haken? Ich würde mal sagen, das ist ein Haken. Gartenschere. Baum, ja. Was soll ich da ändern? Soll ich noch einen zweiten malen? Spiegeln, kopieren. So. Okay, ausgemalt. Fehlt aber immer noch der Haken. Meißel. Hier könnte Meißel sein. Unter dem Hammer könnte Meißel sein. Das sind Pfeilen hier hinten. Das ist auch eher was zum Klopfen. Das ist ein Meißel. Ernsthaft. Das sah für mich... Hier ist der Haken. Das sah für mich nach einer Aale aus. Okay, Meißel. So, dann kann ich mit dem Meißel wohl jetzt das Holz bearbeiten. Oder brauche ich jetzt noch einen Hammer? Du musst mit etwas draufschlagen. Ja. Ein großer Hammer, jawohl. So, und dann beenden wir auch mal die Folge hier. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Ashley Clark, Secret of the Ruby. Tschüss, ciao.